Hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Tanks. Viele von euch wissen wahrscheinlich, dass ich nicht der schlechteste Spieler in World of Tanks bin, aber auch mir passieren mal Missgeschicke und vor allen Dingen meinem Team passieren eine ganze Menge Missgeschicke. Und heute wollte ich euch einfach mal die besten Herb-Derb-Momente, nennen wir sie so, die ich bis jetzt gesammelt habe, einfach mal zeigen, denn ich meine, irgendwie muss ich sie ja loswerden. Und ja, sie sind wirklich, es sind krasse Sachen dabei. Kommen wir am Anfang mal zu einer Frage, die mir oft gestellt wird. Und zwar, hey, der Graf, sollte ich zufällig jetzt den Ölkanister reintun oder sollte ich einen Feuerlöscher nehmen? Ja, mein Freund, nimm lieber den Feuerlöscher, denn guck dir an, was dieser kleine, aber feine E75 falsch gemacht hat. Er hat durch einen Schuss 1400 Leben verloren, sogar 1450. Und dann konnte ich ihn mit dem zweiten Schuss direkt wegholen. Also, ohne groß zu diskutieren, Antwort ist ja. Denn ansonsten seid ihr genauso schlau wie dieser E75-Fahrer, der mit seinem Ölkanister natürlich 10% mehr Leistung hatte. Aber er sich trotzdem, glaube ich, jetzt wünscht, dass er doch lieber den Feuerlöscher gehabt hätte. Und diesmal mit dem Tiger auf der Karte Angst in der Stadt und es sieht nicht so gut aus. Was müssen wir da natürlich tun? Wir fahren in die feindliche Basis und probieren, die Gegner aufzuhalten. Aber mal als Frage, was würde ein T-49, der von der Flanke ankommt, gegen einen Tiger ausrichten? Natürlich würde er ihn reinschießen, oder? Er fährt volle Kanöle rein! Was sich meine Crew wohl dabei gedacht hat. Hubert, hör auf, die ganze Zeit Patronen fallen zu lassen! Diesmal war ich das nicht! Macht der Commander die Luke auf? Wir wurden gerammt? Und ich dachte, du hättest nur wieder was fallen gelassen. Tja, mit dem Kratzer kann ich leben. Ja, der T-49, aber leider nicht. Weiter geht's mit zwei Herren, die mir sehr am Herzen liegen. Erstmal den lieben von Liechtenstein, den kennen wir noch beim letzten Mal. Mit dem habe ich mich wieder zusammengetan und wir probieren hier diese Flanke zu halten, indem wir unseren schweren Panzern, was auch er ist, natürlich Feuerunterstützung zu geben. Aber was wird passieren? Denn ich habe ja von zwei Leuten geredet, die ich so sehr liebe. Und zwar habe ich mich hier mit der Stuck, die eine sehr gute Wertung hat, was Tarnen betrifft, natürlich hier schön hinter dem Busch versteckt. Das heißt, sobald die Feinde hier rüber düsen, werde ich die perfekte Position haben, denn ich kann schießen und keiner sieht mich. Aber mein kleiner anderer Freund, Moment, ich spule mal ein wenig vor, kommt hier von hinten, das ist er nicht, das ist nicht mein kleiner Freund. Der fährt hier ganz klar bei mir vorbei, rammelt ein bisschen, aber das interessiert keinen. Und oh, da kommen die ersten Gegner, ich drehe mich dahin und hier kommt Haftbefehl, das Beste. Was macht er natürlich? Stellt sich mit einem fetten Panzer direkt hinter dem Panzerzerstörer und fängt an zu schießen. Und was passiert deswegen? Alle Feinde sehen mich nicht, schießen auf Haftbefehl, das Beste. Und wer kriegt's ab? Die Stuck, die probiert nicht aufzufliegen. Ja, auf jeden Fall, mein Freund, Haftbefehl ist Beste. Leider, leider haben schwere Panzer ja nicht die beste Tarnwertung. Aber Haftbefehl ist Beste, interessiert das natürlich nicht. Wieso auch? Ist ja nur sein Team. Und zu guter Letzt, was ich mit auch einem gewissen Herrn, den Metal Gears, gemacht habe. Wir sind hier ein bisschen durchgebrettert. Er ist leider schon abgetreten, aber ich habe meine Jagdtiger-Rage hier immer noch nicht beendet. Bin hier so ein bisschen durchgebrettert und habe wieder alles weggeballert. Da ist die Artillerie und ich dachte mir, oh shit, das könnte böse enden. Rammangriff auf die Arti. Oh, ist eine scheiße Idee, wenn sie abdrückt. Tja, wäre das eine doofe Sache. Und was haben wir denn hier um die Ecke? Ist das zufällig ein Objekt 268? Ich dachte, es wäre eine ISU gewesen. Natürlich fahren wir direkt drauf. Ist natürlich ein bisschen gefährlich, weil dieses Ding echt einen mega fetten Schaden hat. Denk erstmal, der trifft jetzt und freue mich, dass der daneben geht. Jagdtiger natürlich viel Gewicht, deswegen wollte ich direkt mit draufbrettern. Werde ich auch jetzt noch tun, was immer noch ziemlich doof ist. Volle Kanne gerammt, 200 Schaden. Er kriegt natürlich noch was von der Seite ab. Denkt sich, na, jetzt gibt's aus Maul hier. Und schießt mir voll gegen die Frontpanzerung. Warum auch auf Schwachpunkte zielen? Ich drücke ihn noch eine rein. Und dann fängt's an, lustig zu werden, denn das ist kein Objekt. Denkt sich, hol ich doch mal Hilfe von seinen Verbündeten. Und die Artillerie denkt sich, mein Kill! Und rotzt mir voll in den Rücken, bombt mir die Ketten weg und bringt mich um. Und das Objekt denkt sich, oh, oh, das ist mein Kill. Erstmal daneben gerotzt und dann fängt er an. Wieso passiert denn hier nichts? Hallo?
Das muss doch kaputt gehen. Komm, beim nächsten Mal klappt's aber. Oh, dann muss ich ja doch die Kanone benutzen. Man fragt sich wirklich, was Schnuggi hier gemacht hat, ne? Arti hat mich erstmal komplett vor die Hunde geworfen. Und das Objekt, tja, hat sich gerade wohl den Herb Derp Song angehört. So sah das zumindest aus. Und ich würde auch mal sagen, das war's für heute. Sorry, dass es nur so wenig war. Aber ansonsten hätte ich es nicht mehr geschafft, das Ganze hochzuladen. Und morgen geht's wieder mit dem ganz normalen Programm weiter. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, schreibt mir das doch bitte. Und euch noch einen schönen Tag. Bis dann, haut rein und ciao.